Obwohl die frisch gebackenen Europameister Christian Dissinger, Steffen Weinhold und Rune Dahmke sichtlich müde waren, ließen sie es sich nicht nehmen, mit ihren Fans die Handball-EM Revue passieren zu lassen und plauderten aus dem Nähkästchen. Naja, mein Endfenster, glaube ich, eigentlich immer ein bisschen. Aber also im Nachhinein, also da habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht, aber im Nachhinein habe ich mir schon überlegt, dass es schon besser war, dass der dann doch drin war. So viel Einsatz belohnten die Fans mit einem Ständchen. Am nächsten Tag ging das Siegerprogramm im Kieler Rathaus weiter. Dort trugen sich die Zebras ins Goldene Buch der Stadt ein. Angestoßen wurde, wie es sich für Sportler gehört, mit einem Glas Wasser. Rune Dahmke, herzlichen Glückwunsch zum Europameistertitel. Wie verkatert bist du? Heute geht's eigentlich schon wieder. Gestern haben wir, glaube ich, die Party dann ausgelassen nach dem Empfang. Das war, denke ich, auch ganz gut so. Wie ungewohnt ist das jetzt hier im Anzug zu stehen? Ja, daran kann ich mich immer noch nicht ganz gewöhnen, muss ich sagen. Also da liegen mir, glaube ich, die Sportklamotten ein bisschen besser am Körper. Geht jetzt ja auch direkt weiter gleich, am Freitag in Nürnberg das All-Star-Spiel, dann auch gleich wieder Bundesliga. Wie ist das jetzt umzuschalten vom Feiern des Europameistertitels auf den THW? Ich denke, da wird unser Trainer Alfred sich schon irgendwie richtig Gedanken machen. Der wird uns da schon relativ schnell wieder in den Alltag zurückholen. Hat man als Europameister ein Recht auf Schlaf? Also ich hoffe, das hat jeder ein Recht auf Schlaf, aber als Europameister mit Sicherheit auch. Wie habt ihr das in Polen erlebt, was hier in Kiel los gewesen ist? Ja, also was in den sozialen Medien los war. Wir haben immer diese Videos vom Handballbahnhof gesehen und das ist Wahnsinn. Das gibt es, glaube ich, auch nur in Kiel, dass sich so viele Leute wirklich in so einen kalten Bahnhof stellen und auf eine Leinwand gucken. Und was da auch an Stimmung einfach übergeschwappt ist, das hilft uns schon extrem, das kann man wirklich so sagen. Vielen Dank. Bitte.